Und damit auch herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel, meine Damen und Herren. Ne? Also, wie gesagt, die Reise beginnt und wir gucken einfach mal, wie es denn weiterläuft hier. Ne? Beginne deine Reise. Ah, dann sind wir wohl fast bereit aufzubrechen. Wirklich schade, dass wir nicht mehr Zeit mit Zaubern verbringen konnten. Sie haben unsere neuen Zauber sicher geübt. Jawohl, Professor. Tja, so schnell hat sich wohl noch niemand an einen Zauberstab aus zweiter Hand gewöhnt. Mit Ihrem eigenen werden Sie noch viel stärker sein. Danke, Professor Fig. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie mir helfen, bevor das Schuljahr... Eleazar! George! Schön, dass du trotz der eher kryptischen Beschreibung dieses Ortes hergefunden hast. Ich apparierte schon zu vageren Orten als diesem. Doch beim ersten Versuch habe ich mich wohl etwas verrechnet. Die Theaterbesucher am Westend dürften sich sehr erschrocken haben. Es ist so lange her, als deine Eule ankam, also ich... Lieber nicht hier, Eleazar. Natürlich. Sprechen wir auf dem Weg nach Hogwarts. Uns erwarten ein Festmahl und eine Einführungsfeier. Grandiose Idee. Solange dein junger Schützling hier nichts dagegen hat. Überhaupt nichts, Sir. Nach Ihnen. Ewig her, dass ich im Schloss war. Wäre gut, den alten Steinhaufen wiederzusehen. Ich bin jetzt blöde. Fehlt da nicht ein Pferd? Reise zu sehen. Gerade so. Und wer ist deine Reisebegleitung? Ein Neuzugang. Neu? Ja, Sir. Ich fange in der 5. Klasse an. Außergewöhnlich. In der Tat. Dass jemand so spät in Hogwarts aufgenommen wurde, hat man hier noch nie erlebt. Ich auch nicht. Aber da die anderen 5-Klässler ihre magischen Fertigkeiten schon seit 4 Jahren trainieren, bat mich der Schulleiter, den Neuzugang vor Semesterbeginn etwas auf Trab zu bringen. Nun, Sie haben Glück mit Ihrem Mentor. Professor Fig ist sowohl ein ausgezeichneter Lehrer, als auch ein erstaunlich kluger und begabter Zauberer. Mr. Osric neigt zu Schmeicheleien. Wahrscheinlich ein Grund, warum er es im Ministerium so weit gebracht hat. Hast du das gesehen? Ist das ein Troll? Den Kobold. Oh ja. Es herrscht Uneinigkeit darüber, wie gefährlich Runrock wirklich ist. Ich muss das Ministerium noch überzeugen, aber ich glaube, er ist eine ernste Bedrohung. Und es war deine Frau, Eleazar, die mich vor Monaten auf ihn aufmerksam machte. Miriam? Wie denn? Vor ihrem Tod schrieb sie mir von Renrock. Fragte sich, was das Ministerium über ihn wusste. Bevor ich antworten konnte, erhielt ich das. Es war das Letzte, was sie mir schickte, Eleazar. Es kam per Eule. Aber ohne Korrespondenz. Ich kann nur annehmen, dass sie es schnell losschicken musste, um es zu schützen. Vermutlich vor Renrock. Ich kann es nicht öffnen. Es wird durch wahrhaftig mächtige Magie geschützt. Das sieht wie Koboldmetall aus. Das Symbol. Was leuchtet da? Ich sehe kein Leuchten. Ich auch nicht.
Bei Merlins Bart. Wie haben Sie... Halt! Wir wissen nicht was. Festhalten! Schon mal ein cooler Anfang. Also. Alles in Ordnung? Sie sind verletzt? Nur ein bisschen. Nehmen Sie. Dieser Mega-Power-Tank bringt Sie schnell wieder auf die Beine. Drücke Kreuz, um zu heilen. Okay. Was ist passiert? Armer George. Warum musste er? Was hatte das blöde Vieh denn? Eine Kutsche im Flug angreifen? Ein Drache würde niemals... Professor? Sir, wo sind wir? Ich bin nicht sicher. Aber das war ein Portschlüssel. Portschlüssel? Ein verzauberter Gegenstand, der einen an einen bestimmten Ort bringt. Ich fühle mich besser, Sir, falls Sie sich umsehen möchten. Ja, aber bleiben Sie bei mir. Wir wissen nicht, wer ihn erschaffen hat. Oder warum? L zu bewegen, okay. Also, das ist jetzt einfach hier das Tutorial hier, ja? Warum sind die Scheißfiguren blau? Nur die Scheiße. Dieser Portschlüssel nur gebracht? Weiter weg von London, als der Wagen fuhr. Wir sind irgendwo im schottischen Hochland. Sir, diese Ruinen. Glauben Sie... Der Portschlüssel sollte uns herführen? Das glaube ich. So haben wir beide uns den Tag sicher nicht vorgestellt. Aber Miriam hat George den Portschlüssel aus einem Grund geschickt. Und ich glaube, dass Sie und auch George bei der Suche nach dem, wohin er führen soll, sterben. Nun, wenn es Ihnen gut geht und Sie nichts dagegen haben, ich würde mich gern umsehen. Auf jeden Fall, Sir. Gut. Lassen Sie uns hier nach einem Pfad suchen, wie verblasst er auch sein mag. Schön aufpassen. Wieso sind die Figuren blau, Alter? Das macht mich jetzt irgendwie gerade ein bisschen kirre, Alter. Aber, Moment mal. Ich krieg ja hier langsam echt einen Tinnitus. Lautstärke. Soundeffekt. Check. Oh. Das geht ja gar nicht, Alter. Warum ist diese Scheiße blau, Alter? Das regt mich auf gerade. Was denken Sie, woher hatte Ihre Frau den Portschlüssel, der uns herbrachte? Eine gute Frage. Miriam hat jahrelang nach Beweisen für eine längst vergessene Form von alter Magie gesucht. Alte Magie? Ja, eine mächtige Magie, die nur wenige beherrschen. Sie scheint vergessen worden zu sein. Schloss Hogwarts wurde durch sie errichtet und ist ein Hauptort dieser alten Magie. Ich weiß nicht, wie sie in den Besitz des Portschlüssels kam. Aber ich bin sicher, er hatte mit der Suche zu tun. Ah, da unten ist ein Pfad. Hier auf lang.
Einstellung dann auf Zugänglichkeit ganz unten ausmachen. Okay, auf Einstellung. Und ganz unten. Hä? Okay, machen wir mal. Dankeschön, Baldi. Alter, ey, das hat mich gerade so ein bisschen innerlich also so hart getriggert, ne? Dass ich jetzt hier, Alter, mit blau rumlaufen muss oder so. Alter Schwede, das hat mich gerade ein bisschen fertig gemacht. Aber Sir, warum hat Ihre Frau nach Beweisen für verlorene Magie gesucht? Miriam wollte verstehen, warum so mächtige Magie aus der Welt der Zauberei verschwunden ist. Obwohl sie Gutes bewirken kann. Aber Magie ist nicht anders als jede andere Macht. Was wirklich zählt, ist derjenige, der sie ausübt. Okay. Ist das Eis? Es ist hier nicht kalt genug. Anscheinend ist es eine Art Verzauberung. Jemand wollte den Pfad blockieren. Schauen wir uns Ihr Können mit dem Zauberstab an. Fokus auf das Zentrum. So, 9 Zauber freigeschaltet. So, tippe auf R2, um einen Basiszauber zu wirken. Ausgezeichnet. Das ist ja ganz schön schwach. So, nutze deine Kamera, um ein aktives Ziel auszuwählen. Ah, einige Spieler bevorzugen Ziele auswählen und den Avatar mit demselben Stick zu bewegen, indem sie... Ja, alles klar. Hey, Red Dead. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, heute mal Hogwarts Legacy, weil das ich richtig Bock drauf habe. Das war etwas holpriger als erwartet. Kann ich die kaputt machen? Ja. Ihr Können verbessert sich immer weiter. Cool. Danke, Sir. Alles klar. Ah, da oben. Ja, nee, ist klar, Alter. Wie, oh, ey, Opa, wie kommst du da so hochgerannt? Crazy. Alter, das ist aber fit, ey. Der ist aber echt noch fit, Alter. Mann, Mann, Mann. Nicht mehr weit. Gleich davon. Bleiben Sie ruhig. Hey, das ist ein cooler Zauber. Warum hat sie mir den nicht beigebracht? Fast geschafft! Warum hat das jemand hier gebaut? Ich schätze, um für sich zu sein. Der Portschlüssel hat uns hierher geführt. Halten wir die Augen offen nach etwas, das nicht hergehört. Wir beide gehören hier nicht her. Aber gut, ich guck einfach mal. So, die Minikarte zeigt deine Umgebung an mit dir in der Mitte. Diese gelben Punkte ist. Oder diese gelben Punkte, okay, halte. Kreis hoch, Kreuz hoch. Um Einzelheiten des Auftrags zu abgeben. So, Professor Fick. Fick mit Gel, natürlich, ne? Und ich sind per Porsche zu einem abgelegenen. Alles klar. Ja. Professor, die Statue! Vielleicht war dies ein Zuhause?
oben. Spring. Nice. Spring. Was? Haben wir? Was? Viereck und Dreieck? Nix hier oder was? Okay. Professor, es ist eine Art Wandbild. Vielleicht hellseherisch begabt. Interessant. Achso, das war's. Okay, ich dachte, jetzt kommt da noch irgendwie was Interessantes dazu jetzt. Okay, dann wollen wir doch einfach mal weiter gucken. Ja, was haben wir denn hier noch so Schönes? Die erste Regel bei solchen Spielen, einfach einmal im Kreis laufen. Vielleicht wird da irgendwas angezeigt. Jetzt hier weiter? Oh. Cool, hier geht's einfach weiter. Dieser verzauberte Kristallstein wieder. Was könnte er bloß blockieren? Was ist das? Professor Fig! Jetzt dachte ich, da kommt der alles raus. Wie seltsam. Warum sollte jemand diesen Stein hierher beschworen haben? Und wie kann dahinter ein Raum sein? Welcher Raum? Ich sehe da nichts. Wieder dieses Leuchten, wie auf dem Portschlüsselbehälter. Interagiere mit Magie. Sieht nichts. Was in Merlins Namen? Hä? Bei Godrics Herz. Wo sind wir? Das glaube ich nicht. Grunzen hier so. Ich kack mir hier in die Box, Mann. Das ist doch viel zu früh dafür. Ach, das ist ein Hallo? Kerl. Der schnarcht und ich dachte, das ist Grunzen. Ach, das ist diese komische Bank hier. Wie heißt die nochmal? Unmöglich. Einen Moment. Willkommen bei Gringotts Zaubererbank. Verlies 12, nehme ich an. Ja, klar, ja. Ganz genau. Würde ich jetzt auch sagen. Schlüssel? Der Schlüssel Ihrer Frau. Oh, ja, natürlich. Hier entlang. Ach, so muss mein Spiel beginnen. Bleiben Sie bei mir. Ne? Erstmal schön fett Kohle haben, Alter, dass man keine Probleme hat, an der finanziellen Mittel zu leiden. Nach Ihnen. Lassen Sie Ihre Hände im Wagen, wenn Sie sie behalten möchten. Ich liebe solche Zwischensequenzen, ne? Wie viele Verliese gibt es in Gringotts? Hunderte. Auf dem Weg zu Verlies Nummer 12 sind einige davon zu sehen. Im Moment sind wir direkt unter dem Hauptfoyer. Diese Verliese sind am neuesten. Sind private Eingänge in die Bank für Gringotts normal? Eine Seltenheit. Nur jemand mit viel Geld oder Macht oder beidem könnte solch einen Dienst beanspruchen. Gut, die Luft anhalten. Wie bitte? Oh.
Der Wasserfall entfernt alle Verzauberungen. Eine Sicherheitsmaßnahme. Sie sind mit dem Diebesfall vertraut, wie ich sehe. Hab ich gehört. Hier befinden sich die unteren Verliese. Wie tief geht es denn? Verlies Nummer 12 wurde kurz nach Gringotts Gründung vor 400 Jahren in Dienst gestellt. Es befindet sich im tiefsten Teil der Bank. Festhalten, ein gutes Stück liegt doch vor uns. Wirklich auch gerade so schlecht ein bisschen? Ein ganz kleines bisschen schlecht, so? Ganz, ganz kleines bisschen? Verliesnummer. Verlies 12. Ein großer Tag. Weiterfahren. Warum hat er uns jetzt angehalten? Ist ja doof, oder was? Das Armband, das der Kobold trug, hat geleuchtet. Wie das Leuchten auf dem Portschlüsselbehälter? Nein, dunkler. Es war auch auf dem Halsband des Drachen. Wie meinen? Wir haben uns über den Kobold da hinten gewundert. Er wacht über den ältesten Bereich der Bank. Kaum Besucher dort heutzutage. Ja, kaum Besucher heutzutage. Ja, wenn man sich überlegt, über hunderte von Schließfächern und wir haben Nummer 12, also sind wir ja schon seit fast von Anfang an dabei, Alter. Da sind wir. Und ich glaube, ich spiele hier immer noch das Tutorial. Kann das wirklich sein? Wann wurde dieses Verlies zuletzt Steuerung genutzt? Halt, jahrhundertelang war ein Kobold an meinem Tisch stationiert. In all der Zeit war niemand je in Verlies 12. Bis zum heutigen Tag. Halt! Nein, Gott, da hätte ich doch was sehen können. Gütermärkte. Verlies 12. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ah, gut. Ich wollte gerade sagen, weil hier ist eine Schatztruhe, Leute. 46 Gold. Okay, also da haben wir hier auch Währung. Das freut mich. Dann gehen wir doch mal rein. Weil nichts ist schlimmer, als wenn man am Anfang irgendeine scheiße Kiste oder irgendwas vergisst. Ey, was und dann noch mal zurück Sie, wonach muss. Wir hier suchen sollen? Ich weiß nicht. Sir, vielleicht können Laut Sie... Laut den Anweisungen für Verlies 12 soll ich dem Besitzer des Schlüssels Zugriff gewähren und dann die Tür schließen. Halt! Erfolg. Professor? Das kam jetzt wirklich unerwartet. Das kam ich unerwartet? Muss denken, hier muss doch irgendetwas sein. Revelio vielleicht. Revelio? Ja, ein Enthüllungszauber. Jetzt wäre er gut. Schauen wir mal, was wir übersehen. Zauberstab bereithalten. Was? Nochmal. So, halte deinen Zauberstab mit L fest und bewege ihn entlang des Pfades des Symbols, um den Zauberspruch zu lernen. Drücke den entsprechenden Befehl, den du dazu aufgefordert hast. Oh, so eine... Okay, warte mal. X. X. Ah, Mean Machine, sage ich dazu nur, ne? So, wirke Revelio, kreuz nach links. Revelio. Da! Da war etwas. Oh. Etwas näher und probieren Sie es nochmal. Ey, verarsch mich doch. Ich guck mich jetzt erstmal um hier, Alter. Das ist mir ein bisschen zu doof, Alter. Ich wollte da gleich durch die Tür rennen. Nachher vergesse ich hier irgendwas. Wer weiß, wann ich hier wieder reinkomme. Okay, also hier liegt ja wirklich gar nichts, ne? Oh, okay. Eine Tür. Ah, ein Anfang. Da ist das Symbol wieder. Ich schätze, Sie wissen nicht, wie man... Ich weiß es, Professor. Das Symbol leuchtet genauso wie das auf dem Portschlüsselbehälter. Falls sich Ihnen ein Weg offenbart, wage ich zu behaupten, wir haben das Geheimnis des Verlies entdeckt. Gehen Sie vor.
Das ist kein normales Verlies. Wir müssen uns den Weg hier heraus verdienen. Was meinen Sie denn mit verdienen? Glauben Sie, das ist vielleicht eine Art Test? Genau. Aber den Zweck kenne ich nicht. Mir nach. Es gibt kein Disapparieren, wenn etwas schief geht. Nicht aus Gringotts. Was ist ein Disapparieren? Ist das hier sowas ähnliches wie ich habe Angst, ich teleportiere mich weg? Wieso hat der so eine schöne Taschenlampe und ich nicht? Was soll die Scheiße? Also die nützlichen Zauber, die bringt er mir nicht bei. Ist euch das mal aufgefallen? Sowas wie eine Brücke zu erstellen oder sowas wie jetzt die Taschenlampe zu haben? Da vorne ist etwas. Was ist es? Das Leuchten wieder. Diesmal auf dem Boden. Entscheide dich, wie du weiter vorgehst. Als ich zum Leuchten gegangen bin, schien es plötzlich, als würde der Boden sich unter mir drehen. Geht es Ihnen gut? Ja, Sir, alles gut. Sie haben den Boden anscheinend verändert. Die Statue. Welche Statue? Ey, der Opa ist unnütz, ey. Ich sehe eine Art Statue, aber nur als Spiegelbild auf dem Boden. So. Er bringt dir nur bei, was du weißt, aber nicht, was er weiß. Aber er leuchtet doch gerade mit diesem Scheiß, mit der Lampe. Es muss einen Grund für dieses Spiegelbild geben. Entscheide dich, wie du weiter vorgehen willst. Ja, was entscheide ich dich hier? Was soll ich jetzt machen? Achso, warte mal. Hier was? Sie könnten Revelio wirken. Revelio? Ich denke, das haben Sie als Spiegelbild auf dem Boden gesehen. Das stimmt. Das Spiegelbild ist noch da, aber die Position der Statue passt nicht. Halt! Als sie sich bewegt haben, hat das Spiegelbild sich zum Licht gedreht. Vielleicht hilft hier ja Lumos. Ja, jetzt kann ich das mit der Taschenlampe lernen. Alles klar. Tolle Wurst. So, starten. X. Ja, es ist einfach, ich bin der Beste. Ist einfach so. Sorry, wenn ich das sage, aber ich bin der Beste. Ist einfach so. So, du hast deinen Lichtzauber Lumos erworben, der automatisch dein Zauberset hinzugefügt wurde. Lumos erzeugt ein Licht an der Spitze deines Zauberstabs. Ein Schell, wenn er was Böses denkt. Damit du in dunklen Bereichen besser sehen kannst. Okay. Halte R2 gedrückt und tippe auf Dreieck, um Lumos zu erwirken oder zu löschen. Lumos, sehr gut. Das Spiegelbild dreht sich jetzt zu mir um. Es folgt wirklich dem Licht. Ach, cool gemacht. Achtung! Protego! Accio! Descendo! Levioso! Impulso! Impulso! Expulso! Contrato! Protego! Levioso! Potego! Levioso! Contrato! Impulso! Cool! Lumos! Aber jetzt? Kommen Sie! Ja, ich bin doch hier! Wohin? Wohin? Professor! Professor Fick! Professor, wo sind Sie? Das ist nicht gut. Nee. Endlich ist der Alte weg, jetzt kann ich mal ein bisschen alleine hier suchen, ey. Wo sind jetzt lang? Revelio. Lumos. Wohin soll ich nur gehen? Folgen wir einfach mal gucken. Was passiert hier? Die Spuren der Magie scheinen mich irgendwo hinzuführen. Aber endlich ist die Alte mal weg, Alter. Der quatscht ja nur, ne? Ey, bla 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 bla. Oh Mann.
Ah, cool. Ey, aber Moment, Moment, was ist da? Dorthin führen sie mich. Nee. Das Leuchten wieder. Oh, nicht schon wieder kämpfen, Alter. Was wollt ihr mich Lumos! Revelio, ich bin wohl auf mich allein gestellt. Jetzt muss ich die Alene fertig machen, ja? Lumos, ich muss die Statuen vor ihre Spiegelbilder schieben. Ich habe wohl keine Wahl. Ich werde mir meinen Weg herauskämpfen müssen. Protego! So, halte Dreieck während Protego gedrückt, um Gegner mit einem Stupor-Konter zu betäuben. Okay. Dreieck gedrückt halten während Protego. Was war ein Protego nochmal? Protego, Stupor! Lumos. Alter Schwede, okay. It's a very good game. It's a worth getting a more like a God of War. Revelio. Muss ich jetzt lang? Ah. Lumos. Oh, eine Kiste. Money. So, die Viecher sind dann jetzt hier die... Ja, die wollen, dass ich da lang gehe. Okay, dann gehen wir doch einfach mal da lang, ne? So, drücke L3, um zu sprinten. Ah, okay. Ist natürlich angenehmer. Revelio. Ist das eine Traumsequenz oder? Ich meine, ist ja schon geil gemacht. Also bis jetzt gefällt mir das Spiel richtig gut, muss ich ganz, ganz ehrlich gestehen. Es war so steuerungstechnisch jetzt nicht gewöhnungsbedürftig, weil das hat man ja schon überall gesehen. Ich sag mal jetzt zum Beispiel, letztens habe ich das ja auch bei Star Wars gesehen. Mein Kaffee. Ich habe keinen Kaffee mehr. Oh, mein Kuppi! Oh, was ist das denn für ein Trank? Oh, nee. Das sind sie ja. Wir haben sie. Wo sind wir hier? Ich weiß es nicht. Aber ich habe das hier gefunden, schwebend über dem Becken. Es ist mehr als das. Ein Denkarium, um Erinnerung zu sehen. Mal sehen.
Kopf runter. Alles ist bereit. Und der Portschlüssel? Ist gut versteckt. Ich frage mich, ob der von uns erschaffene Pfad unmöglich nachzuverfolgen ist. Es ist nur möglich für jemanden, der die Spuren alter Magie sieht, so wie ich. Ihre Fähigkeit zu sehen, was andere nicht können, wird nicht ausreichen. Wir vertrauen der Person, die sich auf die Reise wagt, mächtige Geheimnisse an. Wissen, das andere unbedingt besitzen wollen. Ja. Und wenn wir recht haben, Charles, dann ist die Hexe oder der Zauberer durch Abschluss der Prüfungen würdig, das Wissen und die dazugehörige Verantwortung zu erhalten. Wir haben alles getan. Das sehen Sie also. Das Leuchten. Das sie umgibt. Ja, Sir. Erstaunlich. Sehe ich etwa Magie? Spuren alter Magie, genau ich genommen. Ich kann tote Menschen sehen. Die Magie, die Miriam immer für möglich gehalten hat. Aber nee. Miriam und vielleicht George starben auf der Suche nach jahrhundertelang vergessenem Wissen. Und Sie, scheint mir, sind der Schlüssel zu all dem. Wir... Das sieht aber ganz anders aus als gerade eben noch. Da kommt jemand. Wer war das? Ich weiß nicht. Aber Sir, Sie sollten nicht hier sein. Wusste ich's doch. Renrock. Mein Ruf scheint mir vorauszueilen. Ich dachte schon, niemand schaut je in Rackhams Verlies vorbei. Und warum sind Sie hier? Nicht doch. Gebt mir einfach, was ihr gefunden habt. Dann lassen wir die Vergangenheit ruhen. Sir, Sie hatten den Verliesschlüssel. Sag jetzt nichts Unüberlegtes. Das soll nur heißen, dass die Anweisungen für Verlies 12 deutlich waren. Sir, es tut mir leid. Nur die Person mit dem Schlüssel hat Zutritt und Sie hatten keinen. Ich habe keine Geduld für Verräter. Nun, wo waren wir? Ich gebe Ihnen gar nichts. Tja, vielleicht ist ja der junge Mann hier hilfsbereiter. Sowas liebe ich ja, oh. Ne? Alles in Ordnung? Ja, Sir. So ein mächtiger Kobold. Meine Magie scheint ihm gar nichts anzuhaben. Wo sind wir? Unmöglich.
Die Leute hinter dem Denkarium, dem Medaillon und dem Zugang dazu wollten jemanden mit ihren Kräften hierher locken. Los, die Einführungsfeier wartet auf uns. Okay. Ja, schon geil, also die Aussicht, ne? Alter Schwede. Ich glaube, das könnte man direkt als Thumbnail benutzen. Aber habe ich bis morgen wieder vergessen. Absolut hammergeil, ist einfach so. Absolut hammergeiles Spiel, also sieht geil aus, macht auch Spaß zu spielen. Aber oh gut, die Einführungsfeier ist noch im Gang. Ich bin kein Experte, doch das scheint angemessener. Nun, ich muss das Medaillon schnellstens untersuchen und dem Ministerium Bescheid geben. Ich muss ihnen von George erzählen und sie vor Renrock warnen. Ich bitte sie, dass wir alles, was vorgefallen ist, für uns behalten. Natürlich, Sir. Danke. Bereit für die Einführungsfeier? Phineas Nigellus Black. Gleich treffen Sie den Schulleiter. Fig, schön, dass Sie auch hier sind. Die Einführungsfeier ist vorbei. Es gab Komplikationen. Komplikationen? Nun, das Koboldproblem scheint... Kobolde. Ich habe keine Zeit für Gerüchte, Fick. Und bald reißt auch mein letzter Geduldsfaden. Okay, wer ist der Arschloch in der Geschichte? Bekommen wir sie heute Abend noch einem Haus zugeteilt. Ah, jetzt können wir aussuchen. Ich melde mich. Oh, mal gucken. Cool, der sieht aus wie Harry Potter. Ist das Harry Potter? Nee, da fehlt Professor Weasley. Noch jemand für die Auswahl. Willkommen. Sie kommen gerade recht. Bitte setzen. So, dann mal gespannt, wo die Reise hingeht. Welches Haus nehmen wir? Ah, ja. Du bist etwas älter als die anderen, nicht wahr? Du hast bereits gewisse Vorlieben und Vorstellungen, bestimmte Erwartungen. Ich freue mich auf den Unterricht. Ich will unbedingt erkunden. Ich freue mich darauf, Hogwarts und die Welt außerhalb des Schlossgeländes zu erkunden. Ich bitte euch. In der Tat. Abenteuerlust führt zu allerlei Entdeckungen und neuem Wissen. Aber von deinen Professoren wirst du auch einiges lernen können. Interessant. Ich spüre etwas in dir. Einen gewissen Sinn für... Was ist es nur? Kühnheit, Neugier, Loyalität, Ehrgeiz. Ja gut, also ich gebe es offen und ehrlich zu. Kühn bin ich nicht. Neugierig bin ich auf jeden Fall. Loyalität, kommt darauf an, welche Person. Ehrgeizig, nein. Neugier. Lernwilligkeit? Ich mag gute Rätsel.
Und ich denke, ich habe einen schnellen Verstand. In der Tat. Ich glaube, ich habe das falsch genommen. Du bist schlau. Was andere verwirrt, erfasst du mit klarem Verstand. Einen wachen Geist hast du auch. Du lernst schnell. Vielleicht gehörst du nach Ravenclaw. So, der sprechende Hut wird deine Entscheidung berücksichtigen, wenn er dich einem Haus zuweist. Ravenclaw, Haus Ravenclaw, bekannt für Intelligenz, Kreativität und Scharfsinn. Ich muss ganz ehrlich sagen, wisst ihr was, Leute? Ich war ja am Überlegen, welches Haus ich nehmen soll oder was ich nehmen soll. Und wisst ihr was? Ich nehme einfach mal die Entscheidung an jetzt hier von dem sprechenden Hut. Wähle ein anderes Haus, Haus annehmen, Viereck. Ravenclaw. Du gehörst nach Ravenclaw. Oh, und eine Sache noch. Aufgrund der unglücklichen Verletzung im letzten Finale wurde die Quidditch-Saison für dieses Jahr abgesagt. Oh. Ruhe, Fliegen allgemein ist ja nicht verboten. Aber bringen Sie mich nicht dazu. Sie sollen sich auf Ihre akademische Zukunft konzentrieren und haben vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun. Ich sagte, dass Sie vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun haben. Ist die Party vorbei oder was? Was für ein Auftritt. Schön, Sie kennenzulernen. Ich... Professor Weasley, bringen Sie unseren Neuzugang bitte zum richtigen Gemeinschaftsraum. Aber natürlich, Sir. Aber natürlich, Sir. Wie ich sagen wollte, ich bin Professor Weasley. Sehr erfreut. Ganz meinerseits, Professor. Als stellvertretende Schulleiterin gebührt mir die Ehre, Sie zum Gemeinschaftsraum zu führen. Hier entlang. Ja, hat es ja weit gebracht, ne? Kann sie, ne, Kinder durch die Halle führen, Alter. Da gibt's ja auch irgendwie mal Schüler steigen normalerweise nicht als Fünftklässler ein. Dürfte nicht einfach werden. Aber Sie sind sicher bereit dafür. Ganz recht, Professor. Das ist der Eingang zum Ravenclaw-Gemeinschaftsraum. Sie müssen ein Rätsel lösen. Mhm. Dabei kann ich Ihnen kaum helfen. Solcherlei Rätsel waren noch nie meine Stärke. Wieso muss ich für eine Tür öffnen in der Schule? Wer lebte länger? Das Gespenst? Oder der Poltergeist? Ein Geist oder ein Poltergeist? Ein Nichtlebewesen kann nicht gelebt haben. Sehr gut. Nun, gehen Sie rein und schlafen Sie gut. Morgen ist ein großer Tag für Sie. Ich hole Sie morgen vor der ersten Unterrichtsstunde hier ab. Danke, Professor Weasley. Gern geschehen. Genießen Sie Ihre erste Nacht auf Hogwarts. Gute Nacht. Cool. Ich meine, so diese Bilder zwischendurch sind ja auch schon richtig Hammer, ne? Alter Schwede. Niemand da. Ich sollte zum Gemeinschaftsraum. Niemand da. Ich sollte zum Gemeinschaftsraum. Und damit, meine Damen und Herren, beenden wir auch das erste Video von Hogwarts Legacy. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, lasst ein Like da. Wenn auf jeden Fall ihr mehr sehen wollt, lasst auf jeden Fall ein Follow da, ne? Und Anregungen immer rein in die Kommentare, ne? In diesem Sinne, spielt hart aber fair, euer Bad Rookie. Tschüss.